Okay, da sind wir wieder bei Venetica, ne? Also okay, jetzt erstmal hier das Dunkelschwert. Und dann müssen wir jetzt hier auch, müssen hier noch, genau, noch hier das hier rein tun. Und dann müssen wir noch hier gucken. Da hatte ich nämlich was ganz anderes. Hatte ich da die Schwertparade oder hatte ich da was anderes? Ich glaube, ich hatte das hier. Ich bin mir nicht mehr sicher, ne? Okay, ja, das war das. So, okay, also wir sind jetzt willkommen. Wir haben kein Gift mehr und wir können jetzt zurück zum Ozean gehen. Und die Yuma-Krieger, die hassen uns nicht mehr. Kann ich deine Suche erleuchten? Ja, bitte erleuchte meine Suche. Was willst du wissen? Wie konnte die Prinzessin untot werden? Das Geheimnis des schwarzen Grimoires, die Nacht der Klinge. Wie konnte die Prinzessin untot werden? Victor hat seine Komplizen sorgfältig ausgewählt. Einer soll Politik und Bürger kontrollieren. Das ist der Doge. Einer soll die starken Handelsfürsten erschrecken und bedrohen. Das ist Hector. Einer soll heimlich diejenigen beseitigen, die immer noch eine Gefahr sein könnten. Das ist der Assassinenorden. Und einer, der mit der Kraft der Jugend alle jagt und tötet, die sich immer noch offen widersetzen. Das ist die Prinzessin. Weißt du, wie man Dämonen beschwört? Zuerst musst du dich selbst schützen. Du ziehst Kreise auf dem Boden um dich herum und zündest Kerzen an. Ein sehr schwieriges Ritual. Dann sprichst du eine Formel, die dich vor Schaden beschützt. Normalerweise folgt dann der Zauber, der den Dämon ruft. Aber Victor und seine vier Verbündeten haben es nicht getan. Sie zückten ihre Dolche und töteten sich selbst. Sie haben sich umgebracht, während sie noch im Schutzkreis standen. Verstehst du? Nie zuvor hat jemand eine solche Dummheit begangen. Aber Victor wusste genau, was er tat. Nach Jahrzehnten des Studierens hatte er eine kleine Lücke in den kosmischen Regeln gefunden und er nutzte sie für seine Zwecke. Was waren sie nun, tot? Aber sie konnten vom Tod nicht geholt werden. Untot. Der Tod war für sie nicht mehr zuständig. Niemand war das. Zumindest haben sie das gedacht. Das war, bevor sie von deiner Existenz erfuhren. Okay, die Nacht der Klinge. Erzähl mir etwas über die Nacht der Klinge. Als der Doge begann, seine Macht zu missbrauchen, also unmittelbar nachdem er ernannt worden war, erhoben sich einige tapfere Leute gegen ihn. Schließlich ist Venedig immer eine Stadt der Freiheit gewesen. Und das wollten sie ihn nicht einfach so zerstören lassen. Anfangs entwickelte es sich gut. Der Widerstand wurde größer, bis der Doge neue Verbündete fand. Du kennst sie. Viele aus den Reihen des Widerstands starben, einer nach dem anderen. Bis nur noch eine kleine Gruppe übrig war. Eine von ihnen, eine Frau namens Liora, wollte ihre Leben retten, indem sie alle in eine Falle lockte. Denn Victor hatte ihr versprochen, sie alle am Leben zu lassen, wenn er sie auf diese Weise gefangen nehmen konnte. Aber er brach sein Versprechen. In der Nacht der Klinge wurden sie alle abgeschlachtet, an einem dunklen Ort unter der Stadt. Das ist das schlimme Ende einer ehemals so stolzen und freien Stadt. Das Geheimnis des schwarzen Grimoires. Kennst du das Geheimnis des schwarzen Grimoires? Ich kann dir nicht viel darüber erzählen. Zu deinem eigenen Schutz. Jeder, der seine Geschichte kennt, verliert zwangsläufig seinen Verstand. Siehst du den Baum des Lebens? Seine Wurzeln reichen herab bis in die Schattenwelt. Und darunter befindet sich eine weitere Welt. Und sie heißt der Abgrund. Das schwarze Grimoire. Er hob sich aus dem Abgrund und fand einen Weg in unsere Welt. Aber es entstammt der anderen Welt. Und solange auch nur ein Schatten von ihm unter uns ist, befinden wir uns in großer Gefahr. Dämonen aus der anderen Welt können es fühlen, es erschnüffeln. Deswegen hat Victor sie beschworen. Du bist ihnen sicher schon begegnet. Und hast vielleicht gehört, wie die Leute sie Lektoren nennen. Denn ihr ganzes Streben dient nur einem einzigen Zweck. Sie suchen nach übernatürlichen Schriften. Leb wohl. Okay. Zumindest konnte der uns jetzt helfen, ne? So.
Wir müssen aber jetzt trotzdem zurück. Genau, hier ist das Jümerdorf und hier ist da so eine Frau und so ein Typ hier. Die sehen auch gar nicht mehr so böse aus, ne? Okay, hier ist die Prinzessin. Können wir vielleicht mit der reden? Nee, können wir nicht. Die läuft hier einfach nur rum. Okay, dann können wir jetzt auf jeden Fall wieder zurück zum Meer gehen und dann zurück nach Venedig. Denke ich, dass wir zurück nach Venedig gehen. War auf jeden Fall eine schöne Reise hier, ne? War ganz okay. Aber, joa, jetzt ist wirklich Zeit, wieder zurückzugehen. Oh, guck mal, da ist ein Mammut. Südlicher Kessel. Ich weiß nicht, ob diese Dinge uns noch angreifen. Deswegen gehe ich einfach mal hier außenrum so ein bisschen. So, jetzt ganz vorsichtig gucken. Ja, ja, okay, die sind noch, ne? Die mögen uns immer noch nicht. Deswegen behalten die vielleicht die in einem Käfig, weil die halt böse sind, ne? Oder nicht so. Joa, weil die halt so ein bisschen. Oh, wir haben die beide gleichzeitig bekommen. Oh, wir kriegen jetzt Reißzähne von denen. Okay. Weil die halt wilde Tiere sind, ne? Die haben vielleicht Angst und so und deswegen beschützen die sich selbst. Aber okay, da können wir ja auch nichts machen. Das ist ja auch okay. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen zurück jetzt zum Ozean. Ich hoffe, dass das der richtige Weg ist. Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr erinnern. Das ist schon so lange her, ne? Oh, wir haben ja gar keine Karte. Ich dachte, hä, wo ist die Karte hin? Die ist gar nicht da, ne? Aber jetzt ist sie. So. Zumindest hat das funktioniert. Jetzt reicht's aber hier, ne? Jetzt verstehe ich, warum die euch im Käfig gehalten. Ich hört ja gar nicht mal zu. So. Und so. Okay. Wir haben da aber. Das Gute ist, wir erhalten da so viel Punkte, so zu dem grünen Ding. Das ist ganz gut, ne? Okay, Ankerplatz. Hilft er uns oder wie? Ich habe dich schon erwartet. Ach so. Kannst du mich nach Venedig zurückbringen? Ich kann und das werde ich. Gehen wir an Bord des legendären Dunkelschiffes. Okay, was ist denn das Dunkelschiff? Oh, das ist so ein riesiges Schiff, oder? Hohe See, das Gift ist fort und die Prinzessin. Oh ja, das ist so ein Riesenschiff. Wow. Diesmal hast du meine Hand nicht gebraucht. Ich war schon traurig, ein weiteres Gespräch mit dir zu verpassen. Du bist weit gekommen. Und doch konntest du nicht verhindern, dass Viktor das Buch erhalten wird. Er hat es nicht erhalten. Das Buch ist zerstört worden. Ich habe es selbst verbrannt. Der Geist dieses Artefakts kann von keinem Feuer dieser Welt vernichtet werden. Du hast nur die materielle Hülle des Buches ausgelöscht. Doch das schwarze Grimoire hat eine Seele. Und diese Seele lebt in der Welt der Schatten. Nun muss Viktor also nur noch in die Schattenwelt greifen. Und die Worte einfangen, die zwischen den Welten umhertreiben. Wenn es ihm gelingt, sie in die richtige Reihenfolge zu bringen und das letzte Ritual durchzuführen, dann wird sein gewaltiger Hunger auf die Seelen dieser Welt alle verschlingen. Ich werde schneller als er sein. Du hast dich bislang als stark und weise erwiesen. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Okay, also ich glaube, wir können da nur eins wählen. Ich habe jetzt meine eigenen Ziele. Ich werde das tun, um Frieden zu finden. Ich tue das nicht für dich. Meine Rache ist nah. Ich werde tun, was nötig ist, um meiner Seele Frieden zu geben. Wie auch immer sich die Dinge nun entwickeln, dies wird unser letztes Gespräch bleiben. Zumindest in dieser Welt. Ich müsste lügen, würde ich behaupten, dass mir unsere Gespräche nicht gefallen hätten. Er empfindet also etwas für mich. Du darfst ruhig eingestehen, dass du doch etwas für mich fühlst. Wenn es so wäre, würde es dich trösten.
Das ist mir egal. Nein, ich brauche ihn nicht mehr. Ja, das würde es. Das würde es, Vater. Du hast dir meinen Respekt verdient. Mehr kann ich dir nicht bieten. Das ist mehr, als ich von dir erwartet hätte. Betrete nun die Höhle des Löwen und besiege den untoten Fürsten. Du bist jetzt stark genug. Wow, das ging aber schnell. Wir können jetzt schon? Wow, okay. Bei allem gebotenen Respekt, mein lieber Viktor. Aber in meinem Palast wird es langsam etwas einsam. Und wir haben nie herausgefunden, wer sie wirklich ist. Das ist nicht mehr wichtig. Das schwarze Grimoire. Es wurde verbrannt. Dann können wir unseren Plänen der ewigen Macht wohl adieu sagen. Stimmt das nicht, mein untoter Freund? Ihr versteht gar nichts. All diese Zeit habe ich versucht, dieses Buch aufzutreiben. Aber nie wusste ich, wo ich suchen sollte. Ach, die Suche hat ein Ende, mein Freund. Denn es ist auf ewig verloren. Narr, das schwarze Grimoire kann nicht vernichtet werden. Es ist nicht von dieser Welt. Daher kann es in dieser Welt auch nicht sterben. Es ist verbrannt worden, wodurch sein Geist mir nun wie ein Leuchtturm den Weg weist. In die Schattenwelt. Und nun, wo ich weiß, wo ich nach dem Buch suchen muss, wird es bald mir gehören. Ihr wollt euch das Buch aus der Schattenwelt greifen? Das stimmt nicht ganz. Es muss aus der Schattenwelt herausgelesen werden. Ein sehr schmerzhafter Vorgang und langwierig. Aber es kann gelingen. Wo wir gerade davon sprechen. Sagt, mein Doge, ihr habt doch eine gute Erziehung genossen und seid sicher der Kunst des Lesens mächtig. Natürlich kann ich lesen. Warum fragt ihr? Großartig, ganz großartig. Dann seid ihr für mich nicht völlig nutzlos. Was für eine Erleichterung. Und was meintet ihr mit schmerzhaft? Oh je, ich glaube, wir müssen dann diesen Dogen besiegen und den Viktor, glaube ich. Oder vielleicht nur den Viktor, weil die Prinzessin mussten wir jetzt im Endeffekt auch nicht besiegen. Okay, okay. Also wir sind hier auf dem Schiff, ne? Auf dem Schiff und hier können wir hochgehen. Aber wir sind da. Okay, wow. Das ging schnell, dankeschön. Möchtest du nach Afrika reisen? Oh nein, nein. Nein. Ich wollte nur Danke sagen eigentlich. Aber okay, gut, wir sind jetzt hier. Okay. Oh, der... Uff. Ich hab irgendwie gar nicht... Ich kann gar nicht sehen. Ah, jetzt kann ich sehen. Der Kuchen ist schon wieder alle, ne? Das gibt's doch gar nicht. Okay, also was können wir denn jetzt? Oh, Gesundheit 20, das sollte schon funktionieren, denke ich. So, 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 so. Okay, das macht das Ganze noch ein bisschen einfacher, ne? Hey, Eda! Was ist denn da drüben los? Auf! Seht mal nach! Nichts. Oh, jetzt können wir zumindest die Brücke benutzen, ne? Wo können wir das vielleicht... Fahles Herz, ein mysteriöses Stück Marmor. Okay. Wisst ihr, was ich mag? Marmorkuchen. Wenn du Marmorkuchen magst, gib diesem Video einen Daumen nach oben. Oh, da sind noch die zwei. Warte mal. Die sind doch... Die sollen doch gar nicht so sein, oder? Oh Gott. Nicht schon wieder. Moment. Ich habe nicht genug Mana. So. Ja, gut. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann, ne? Ach so, der kommt da nicht drüber. Okay. So, das sollte jetzt aber funktionieren, ne? Okay, so, Steindämonen durchsuchen. Ich glaube, die können wir nicht durchsuchen. Nee, leider nicht.
Naja, okay. Gucken wir doch mal kurz, was wir denn überhaupt machen müssen. Der Palast des Dogen. Finde einen Weg in den Palast des Dogen. Ich muss ein besonderes Kleid tragen, wenn ich zum ersten Mal den Palast betrete und auch wenn ich Victor herausfordere. Meine Tante kann den Staub der Toten sicherlich in ein Kleid weben. Wer ist unsere Tante? Ach, das ist doch die Alte da, ne? Okay, an dieser Stelle sehe ich euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn du Marmorkuchen magst. Und vergesst nicht, Kuroki zu abonnieren, um noch mehr von diesen tollen Videos zu sehen. Tschüss!